Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play Game of Dwarves. Und warum habe ich hier Steinboden gesetzt? Weiß ich wahrscheinlich gerade selber nicht, sieht auch nicht so aus, als wäre da wirklich schon welcher. So, okay, war wieder so ein komischer Grafikbug, hat man ja letztens irgendwann schon mal. Auf alle Fälle sieht es so aus, als hätten wir jetzt endlich genug Nahrung. Da oben muss noch ein bisschen gebuddelt werden. Hier ist noch was zum Buddeln. Da kümmert sich aber schon Megra drum. Das ist auch ein komischer Name für einen Zwerg, aber man will sich ja nicht beschweren. Du kannst ja jetzt nicht abhauen hier. Nach eben Klotz haust du ab, weil du Hunger hast. Na, prima. Wenn meine Arbeitsmoral so wäre. Mein Chef wäre begeistert, glaube ich. Gut, wir haben auf alle Fälle genug Holz. Hier hinten ist auch alles weg. Das bedeutet, wir können hier zumindest schon mal noch einen zweiten Esstisch bauen. Weil der eine ist ja irgendwie immer mehr als gut besucht. Da kann der sich direkt drum kümmern und hinterher noch ein paar Feuerschalen daneben klöppeln. Hier die coolen ewig brennenden. Und da fehlen uns schon wieder Steine. Nicht, dass sie hier nicht in der rumliegen würden, aber ich will hier den Boden nicht rausreißen. Vielleicht haben wir ja auch wieder welche, bis der da soweit ist. Ja, hier oben wären zumindest genug, die man rausbauen könnte. Ah, der baut da noch am Tisch, aber dann haben wir zumindest einen zweiten Esstisch. Ein paar Betten wären eigentlich auch cool. Ich glaube, wir müssen mal noch ein paar Betten bauen. Das machen wir auch direkt mal, während es so natürlich weiterläuft. Auch das vergesse ich ganz gerne mal. So. Bett. Bett. Woran hapert's? Oh, ein Gold. Das ist ja eher nicht so cool. Pennt der da? Ne, der steht da einfach. Ach, der sitzt da und trinkt ein Bier. Naja, Arbeit ist ja getan, ne? Gönnt er sich halt mal ein Feierabendbier. Läuft. Dann haben wir da die Leiter. Die können hier fleißig Nahrung abbauen. Hier haben wir auch ganz toll jetzt noch einen zweiten Esstisch. Gibt's kein Gedrängel mehr. Und was kann ich hier noch erzählen? Ach ja, es war ja Wacken am Wochenende, ne? Also jetzt, das Wochenende war ja Wacken. Für alle Leute, die Metal hören, die wissen, was das ist. Für die Leute, die es nicht wissen. Selbst wenn man kein Metal hört, würde ich jetzt fast behaupten, ist so eine Art Bildungslücke. Wobei ich da natürlich niemanden zu nahe treten will an der Stelle. Aber zumindest gehört haben sollte man davon schon mal. Und man glaubt es kaum. In der Nacht vom Sonntag zum heutigen Montag um 0 Uhr ging der Kartenvorverkauf los. 13 Stunden später waren alle 75.000 Tickets ausverkauft. Das ist als allererstes gewaltig, finde ich persönlich. Auf der anderen Seite findet man die ersten Tickets schon wieder auf eBay. Und das finde ich persönlich geht gar nicht. Da sind Leute, die wollen da ernsthaft hin, weil die Spaß daran haben. Und dann gibt es Leute, die wollen damit Kohle machen, kaufen die Karte für 170 Euro. Klingt erstmal viel, wenn man aber bedenkt, dass man da innerhalb von 3 Tagen geschätzte 40 Bands betrachten kann. Ne? Also das ist echt ein Riesenfestival. Dann sind 170 Euro für eine Karte in Ordnung, muss man einfach mal so sagen. Man muss das immer ein bisschen in Relation sehen. Was bekomme ich dafür? Und die 75.000 Karten sind ausverkauft. Die ersten kriegst du schon auf eBay für 300 Euro aufwärts. Erstens finde ich es eine Frechheit, dass Leute Karten kaufen, nur um sie dann auf eBay zu verkloppen, um sich daran zu bereichern. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, geht gar nicht. Jeder, der das macht, schämt euch. Ich finde es echt eine Frechheit. Und auf der anderen Seite ist es dann echt so, die Leute, die wirklich hinwollen, die kriegen dann keine Karte mehr.
Oder müssen halt bei eBay, ne, 300 € aufwärts dafür bezahlen. Und das Schlimmste an der Sache ist, die Leute, die die Karten jetzt bei eBay reingestellt haben, die haben die noch gar nicht. Die Karten werden im September verschickt. Also, wenn ihr jetzt hier bei eBay auf so eine Wackenkarte bietet, es tut mir echt leid für euch, dass ihr keine bekommen habt. Und ihr bietet da auf was, was die Person, die es da verkaufen will, noch überhaupt nicht hat. Und das finde ich prinzipiell die größte Frechheit. Das war dann dieses Jahr zu Wacken schön erlöst mit personalisierten Tickets, die waren auf eine Person festgeschrieben. Und die Person, die sie gekauft hat, musste dann beim Kauf quasi die Namen angeben. Ne, und dann konnte auch nur die Person, die da drauf stand, die Karte benutzen. Wenn man dann festgestellt hat, oh mein Gott, man kann doch nicht mehr hin oder wie auch immer, konnte man das umschreiben lassen, da gab es ein Formular für. Das war sicherlich alles nicht schön gelöst, aber auf alle Fälle hast du nicht einen halben Tag nach Verkaufsstart die ersten Dinger auf eBay gehabt. Fürs Doppelte vom Preis. Und das finde ich ist echt eine Frechheit. Das geht gar nicht. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe eine Karte. Also seid mir echt nicht böse. Ich habe tatsächlich eine Karte bekommen. Und bin da auch absolut happy drüber. Meine Freundin hat auch eine Karte. Die kommt auch mit. Ein richtig guter Kumpel von mir hat eine Karte. Dann sind wir immerhin schon mal zu dritt. Und da kann man auf dem Festival auch schon mal was mit anfangen. Ne, weil so ganz alleine, klar, da sind massenweise Leute. Wir reden ja von 75.000 Tickets, die verkauft werden. Also, ne, man wird da auch Leute kennenlernen und treffen. Und hast du nicht gesehen? Aber es ist natürlich cooler, wenn man dann schon direkt mit ein paar Leuten, die man kennt, da auch anreist. Und da freue ich mich tierisch drauf, weil zu meiner Schande muss ich gestehen, ich fahre zum ersten Mal hin und das als Metal-Fan. Es wird höchste Zeit. Und mir fehlt ja immer noch so eine komische Fackel. Und hier so fehlt mir Boden. Ich will jetzt hier Boden reinmachen. Ja, also liebe Organisatoren von Wacken, falls ihr dieses Let's Play schaut, was ich mehr als unwahrscheinlich halte, das war irgendwie letztes Jahr besser. Sicherlich haben sich da auch viele Leute beschwert, aber machen wir uns nichts vor, man kann es eh nie jedem recht machen. Nein, nicht. Okay, wir haben ja irgendwie einen Bug drinne. Lief jetzt gerade nicht so cool. So, jetzt passt das. Und dann können wir hier drüben auch direkt noch ein Karottenbeet hinsetzen, da wo ich freigelassen habe. So, ja, wie gesagt, ne, letztes Jahr fand ich das dann irgendwie cooler geregelt. Man kann es eh nie jedem recht machen und ich finde die Personalisierung jetzt nicht so schlimm. Nur irgendjemand hat sich darüber beschwert. Ich meine sogar, es war irgendein Internet-Auktionshaus, ein großes, hab ich gehört. Ja, also nagelt mich da nicht drauf fest, um Gottes Willen. Ich will ja niemandem was andichten, das ist reine Gerüchteküche, aber ich habe halt gehört, ein großes, namhaftes Internet-Auktionshaus. Namen gehe ich jetzt nicht drauf ein, ihr wisst alle, wen ich meine. Hat wohl dagegen geklagt, weil das ja das Recht von den Leuten ist, wenn sie was kaufen, das auch weiter zu verkaufen. Und Ende vom Lied war dann halt, Karten sind nicht mehr personalisiert und siehe da, es gibt sie auf eBay. Einen Tag nach Verkaufsstart, alles ausverkauft und kriegst für 300 €. Das bringt mich auf die Palme. Muss ich einfach mal so sagen. Ich bin ja sonst echt eigentlich eher ruhig und besinnlich. Fluche relativ wenig, würde ich behaupten, aber da stimmt mich jetzt nicht ganz so positiv. Um die Laune zu bessern, dekorieren wir hier mal das blöde Zimmer. Haben leider keinen Marmor. So ein rosa Arbeitszimmer kommt, glaube ich, auch nicht so ganz cool. Eine hübsche rosa Wand. Ob die das auch so sehen, wage ich zu bezweifeln. Säulen kann man ja auch prima bauen. Wir haben noch nie irgendeine Säule gebaut. Ein Wandteppich wäre aber auch mal cool eigentlich, oder? Oder so ein
Gemälde da. Doppelt gerahmtes Gemälde. Gemälde mit Doppelrahmen. Den Unterschied sehe ich noch nicht. Das hat ein bisschen eine andere Farbe. Oh, hier so ein Wandteppich. Sieht natürlich auch cool aus. Die mit den Bäumen finde ich sowieso am edelsten hier. Aber auch das da ist ja mal ganz putzig. Vielleicht eher den. Der passt farblich ein bisschen besser zum Gemälde. Oder den hier. Ist der kleiner? Naja, nicht wirklich. Klatschen wir die mal hier dran. Wir haben kein Gold mehr. Wie üblich. Wird gerade irgendwo was abgebaut? Nein. Ja, hier. Aber keine Schätze. Ist ja doof. Hier können wir zumindest schon mal ein bisschen Stein rausklopfen. Hier können wir irgendwas rausklopfen und gucken, was dahinter kommt. Also nach dem nächsten Raum da. Nahrungsversorgung passt. Holz kriegt man auch in Hülle und Fülle rein. Ist schon mal ganz gut. Vielleicht machen wir den hier auch einfach erstmal einen Holzfußboden. Aber halt nicht so einen billigen, sondern einen teuren. Aspling war hier. Verteidigungsstellung, alle Zwerge bewegen sich schneller, Lebenskraft. Ach, wir gehen mal hier wieder auf die Kampfrichtung. Holzfußboden, hier den guten teuren aus Tropenholz. So, hops. Sehr gut. Passt doch schon mal. Brauchen wir nur noch eine schicke Wand. Findet sich auch mit Sicherheit auch irgendwas, was wir daran klatschen können. Hier hätte ich ja schon gerne irgendwie was Edles. Okay, und hier müssen wir mal noch ein paar Linien ziehen. So, dass die hier weiter buddeln können. Das ist ja auch noch ein Raum. Dann nehmen wir mal das Eisen da weg und dann haben wir den nächsten Raum frei. Und hier haben wir auch noch einen Raum frei und dann haben wir ja schon fast 15 Feinde besiegt. Holzvorrat steigt, Nahrung wächst auch, also steigt der Vorrat. Das ist ganz gut. Der geht jetzt hier hinterbuddeln. Mal gucken, wo er anfängt. Wahrscheinlich da, könnte ich mir vorstellen. Weil das haben wir zuerst gesetzt. Tatsache. Die Stimmung der Zwerge ist auch noch nicht wirklich gut. Ah ja, das habe ich... Ja, gebaut für die nächste Feuerschale. Moment, hier, ups. Zurück. Ewig brennende Feuerschale. Hätten wir die auch? Oh, top hier, den können wir die Einrichtung direkt wieder verkaufen. Dem hier auch. Der braucht die eh nicht gleich nicht mehr. Dann hier drüben direkt mal noch eine Leiter dran. So. Und dann können die da wieder ein paar Gnome zu Klump hauen. Ist jetzt zwar nicht das beste Training, aber immer besser als nichts. Gnome und Gnomen. Ach, gucke an, die haben ja... Ach ne, hier oben ist ja auch noch einer. Ne, die beiden hier haben sich als Paar gefunden und dass da so ein armer Einsiedler, wahrscheinlich Gamer,
Keine Freundin, hat ja allein in seinem dunklen Kapuff gehockt. Kommt raus in die Realität und bekommt erstmal mächtig auf die Schnauze. Wie man das kennt. Wie im richtigen Leben als Gamer. Wollte ich hier nicht gerade noch irgendwas machen? Ich weiß nicht mehr was. Wie kann denn der einen Speer blocken, der ihn in den Rücken trifft? Ach, na also. Oh, jetzt hat der ist gestorben, nur der hat Schaden gemacht und alle bekommen 100 XP. Das ist, nenne ich mal anständig, würde ich behaupten. Wie sieht das hier oben aus? Es gibt immer nur Schrappelrohstoffe, das braucht keiner. Ja, so ein paar Trainingspuppen könnte man aber schon mal setzen. Hier die einfachen, ach, die kosten ja auch irgendwie Gold. Egal, wir setzen die einfach hier alle mal. Was denn? Fehlt's jetzt hier an 12 Gold oder wie? Seht mal zu hier oben, hackt mal ein bisschen was aus der Wand. Die Stimmung ist auch nicht wirklich gut gerade. Ich meine noch nicht sonderlich schlecht, aber gut ist auch anders. Und die Tendenz ist ja auch sinkend. Was war denn das jetzt für ein Pling? Habe ich irgendwas? Ach, Trainingspuppen bauen. Ja gut, das waren ja auch nicht so viele. Aber dass wir die hier mit einer Reihe voll kriegen, hätte ich nur auch nicht gedacht. So wäre jetzt auch schön, wenn du ein bisschen was finden würdest. Ja, das war zu weit runter. Ach so, hier, Trainingspuppen. Jetzt wollte ich gerade sagen, gegen wen kämpfen die schon wieder? Oh, ich habe ja hier direkt runter auch noch was. Das da muss weg. Hat ja einer bald mal ein bisschen wie ein paar Klunker gefunden? Komm, ich will ja nicht viel. Ich brauche 12 Gold. Es ist ja nicht so, als wäre ich ausverschämt. Ja, wenn man natürlich einen Block ab... Ach, hier ist ja auch was. Wenn man natürlich einen Block abbaut und dann schlafen geht, sollte man auch nicht zu viel erwarten. Muss ich ja auch mal so sagen. Und für den da drinnen hätte ich gerne noch eine schicke Mauer. Irgendwie. Und hier passt ja auch noch ein Tisch hin. Den wir aber bis jetzt immer nur die preiswerte Alternative haben. Und dafür will ich eigentlich auch nicht so viel Geld ausgeben. Ah, hier drinnen fehlen auch noch Wandteppiche. Oh, na so ein Ärger. Mich stört das auch ein bisschen, dass das hier so unsymmetrisch ist an der Stelle. Also wir brauchen Wandteppiche, wir brauchen noch eine Trainingspuppe. Es mangelt quasi an allem. Wo ist denn hier mein Buddelzwerg? Er hat sich doch immer runtergebuddelt, oder nicht? 3 Stück Hammer, das stimmt auch. 1, 2, 3. Okay. Gut, dann nicht. Wo, wie auch immer er sich da runtergebuddelt hat, ohne runterzufallen. Ist aber tendenziell erstmal nicht mein Problem. Hier so ein paar blinde Maulwürfe, die kriegt man auch ruckzuck weg mit einer Leiter. Also die Maulwürfe kriegt man natürlich nicht mit einer Leiter weg, aber dann kommen
Ne, hier ist Kampfbataillon, kommt dann runter, außer der, der Hunger hat natürlich. Und die können dann die beiden Maulwürfe Stufe 1 heroisch besiegen. Ah, ja, wir haben Gold. Dann können wir jetzt hier noch eine Kampfpuppe bauen. Kampfpuppe, hier, da, die da. Wir brauchen noch mehr. Okay, ich hatte gelogen, ich brauchte nicht nur. Zwölf Gold. Und das müssten aber 20 sein und damit haben wir dann, ach verdammt, jetzt fehlt da noch eine Kampfpuppe. Genau, holst das da mal ordentlich raus. Das ganze Silber. Ah, der findet auch gerade noch was. Ja, gut. Und jetzt haben wir schon über 100. Und damit können wir dann endlich hier noch zwei einfache Trainingspuppen, einfache Übungspuppen bauen. So. Und damit können wir uns jetzt auch verabschieden. Ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, dass ich zwischendurch mal auf solche... ja, auf solche Spinner, nenne ich es jetzt einfach mal, Fieslinge, Spielverderber, gewettert habt, die hier Wackenkarten zu ihren Gunsten irgendwie kaufen und dann verkaufen, nur um sich daran zu bereichern, was ich echt unfair finde. Aber das hatte ich ja vorhin, habe ich mich lange genug drüber ausgelassen. Für heute reicht's. Ich hoffe, ihr habt euch nicht dran gestört. Vielleicht seht das ja ähnlich, vielleicht seht das anders. Wenn ihr wollt, schreibt das mal in die Diskussion, ja, in die Kommentare drunter. Aber bitte kein Shitstorm und sich hier gegenseitig irgendwie dissen und flamen und wie die ganzen YouTube-Kiddies das alle nennen. Ja, sondern ruhig mal eine Diskussion, sachlich, fachlich, ohne dass man irgendjemanden beleidigen muss. Ja, jeder hat seinen Standpunkt, jeder kann den vertreten. Ich persönlich finde es halt nicht toll, andere finden es vielleicht toll, wie auch immer. Schreibt einfach mal, wie ihr dazu steht, seht ihr das ähnlich? Habt ihr Tickets bekommen, weil ihr welche wolltet? Habt ihr keine Tickets bekommen, obwohl ihr welche wolltet? Habt ihr Tickets bekommen und verkauft jetzt fürs Doppelte aufs eBay? Ja, schreibt einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.